Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Hier bei Ark. 2:30 in der Früh. Jo. Die Aufnahmesession von uns hat immer noch kein Ende. Nee. Ja, das macht gerade übelst Laune. Ja. Wasserflaschen noch auffüllen, gute Idee. Du machst noch so einen guten Morgen Panoramablick vom Haus, das kommt immer gut. Ja. Geil, wie die Sonne aufgeht. Hm. Sieht super aus. Weil das Haus, ey, das ist irgendwie, mir taugt das voll. Ja. Mir taugt das auch, ey. Oh, jetzt ist es kaputt. Okay, doki, alles klar. Ja, das war klar, dass jetzt der Schneesturm kommt. Nee, oder? Null! Nein! Ja, wir ziehen jetzt los und besorgen uns mal einen ordentlichen Luxaurier oder zwei. Es ist saukalt, ich muss erst eine Fackel craften. Echt jetzt? Ja, so kann ich nicht rausgehen, da bin ich sofort wieder tot. Okay, warte mal. Was brauchen die Fackel? Woodflint, Stone, jeweils eins. Woodflint, Stone, hab ich gar nichts dabei, ey. Warte mal, ich kann. Kannst du mir auch eine mitmachen? Ja. Ja? Ja, der macht gleich 4 oder so. So viel haben wir nicht. Okay. Wir haben kein Holz mehr. Shit. Ich muss echt schauen. Im Lagerfeuer ist vielleicht noch Holz. Ja, da brennst du noch. Ja, aber das kocht gerade Fleisch. Warte mal, ich wollte eigentlich nicht das Lagerfeuer plündern. So armselig sind wir auch nicht. Was ist denn da? Ich habe jetzt mal 5 rausgenommen, oder? Das andere Fleisch tun wir runter. Ruhig. Ja. Wir haben ja genug zu essen. Schmeiß mir mal das Holz raus. Oder hier? Danke. Ein Ding. Also ich craft mal 2 Fackeln. Jo. Willst du die gleich? Ja, gib mir sie gleich, ja. Okay, dann los. Ja. Ich dachte, die Sonne geht auf, das ist stockdunkel. Jawohl. Das soll doch eigentlich auch aufgehen. Schon wegen dem Schneesturm. Ja, mit Sicherheit. Probieren wir unser Glück erstmal da rechts, oder? Ja. Türen sind alle zu im Haus, oder? Mhm. Weißt du, die hohe Stromrechnung und so. Ja, Mann. Die Heizkosten bei dem Wetter. Total. Also so ein Holzhaus ohne Fenster ist schon am besten. Ja, nicht so. Schon mal eine, wir können mal schauen, ob er landet. Wer, wo, was? Da vorne, oben. Da fliegt einer. Vielleicht geht er runter. Ich sehe nicht. Über dem Wasser ist er. Ja, auf uns. Willst du hier echt was tamen? Ja, keine Ahnung. Erstmal gucken, oder? Schlimme ist bloß immer, dass die Folgen immer böse anfangen. Allerdings. Meistens so, ja. Da ist ein Riesenpferd da hinten. Da hinten rennt doch ein Raptor, oder? Ja, ich hab gesehen. Oh, der hat mich schon gesehen, der hat mich schon gesehen, der Raptor kommt. Woanders hinrennen. Wo wie, du rennst weg? Du rennst weg! Scheiß Feld, Junge! Helf mir, Mann! Das sind 2. Ja, ich weiß. Die packen wir, haut drauf. Einer ist schon tot. Jawoll. Shit, Mann. Ein bisschen aufs freie Feld. Da ist er. Nein, der startet gerade. Aber lass gleich echt mal aufs freie Feld gehen. Lass mal den Berg hochgehen. Vielleicht ist da oben mehr los. Ja, hier sieht man ja nichts. Ja, das ist voll scheiße. Keine Ahnung, wohin? Ja, da mal hoch da irgendwo halt. Ja.
vorne ist schon mal einer. Das war der von gerade eben wahrscheinlich, ne? Der steht im Wasser. Das ist Jesus, der geht auf dem Wasser. Nee, bei mir ist ein Felsen. Der ist jetzt am Boden gelandet. Lass uns den mal nehmen. Dann klar, wo du bist. Auch da drüben. Okay, ja, dann gehen wir mal runter. Da vorne liegt irgendwas Großes tot. Sag schon. Das weiß ich, keine Ahnung, was du sagen willst. Stieg so. Jetzt. Bei dem Bronto ist ein Skorpion. Hier ist auch ein Raptor. Happy. Der Skorpion kommt zu uns. Der Skorpion hat dich gesehen, pass auf, der kommt von oben. Aua. Drecksvieh. Da kommt noch einer, Achtung, lauf. Der hat rote Beine, was ist mit dem los? Keine Ahnung. Hau drauf. Down. Vielleicht war das ein Weibchen, und, ey, da ist ein... Oh nein, der fliegt schon los. Macht nix, da drüben sitzt auch noch einer. Hä? LOL! Guck mal, ich kann ihm nichts mehr machen hier. Guck mal, der lebt noch. Ich weiß, der hat sich eingerollt. Kannst vergessen. Das ist ja geil. Jetzt konzentrier dich mal auf den Flugsaurier, der wo da oben rumeiert. Dort oben? Ja, der landet gleich. Hast du die Pfeile bereit gemacht? Ja, die richtigen sind geladen. Zeig mal ab. Ist dein Raptor auf Passiv? Ja. Okay. Denke schon. Neutral und... ja. Nee. Jetzt ist er neutral. Neutral oder passiv? Passiv. Passiv. Ja. Da drüben am anderen Ufer geht einer spazieren und da landen alle. Vorne landen alle hier. Da vorne ist einer gelandet, guck, ja, komm mit. Ja, ja. Warte noch. Ja. Zu lang warten ist scheiße. Aber ja, wir können den trotzdem holen. Okay. Er kommt wieder runter demnächst. Der Oviraptor schaut uns zu. Ey, da kommt einer runter, hinter dir, der kommt runter. Der sitzt auf dem Stein. Auf drei, auf dem Kopf. Ja. Eins, zwei, drei. Jo. Wir haben ihn. Okay, pack das Fleisch rein. Jetzt die Frage, ob der hochkommt, ne? Ja, da kommt er. Oh ja, kommen wir sogar. Ich hab Musik hier. Okay, jetzt kommt er. Level 6 ist gut. Kann man noch was züchten an dem? Ja. Das haben wir gut hingekriegt jetzt mit dem. Ja, da ist noch einer, den hole ich mir. Wird der helfen? Ja, wäre cool. Okay, Achtung, ich schieß und los. Oh, fuck, ich hab geschossen. Ich glaube, ich hab ihn getroffen. Bin mir nicht sicher. Er ist ja. Down. Ja. Ne, er fliegt weg. Fliegt weg. Weiß ich. Sah so aus, wenn er down wäre. Ja. Ich guck mal, ob ich den irgendwie krieg. Naja, der fliegt weg. Der frisst nix, der Kamerad. Ja, doch, der frisst gleich. Das dauert ein bisschen bei denen. Okay. Also ich hab noch 9 Narkosepfeile. Okay. Scheiße, ich will runterquellen.
Aber der sitzt ziemlich cool da oben eigentlich. So richtig schön auf. Präsentierteile. Genau. Auf Maul. Auf Zubasshöhe, ja. Aua. Ich hab nichts gemacht. Na, ich bin runtergesprungen. Ich wollte auf den anderen Stein springen drüben. Ja, er frisst. Ne, ich hab's dem gerade mal gegeben. Weil der frisst ja gar nichts. Ist das ein Vegetarier oder leidet der? Nein, der isst Fleisch. Der isst Aas. Will der das vergammelte Fleisch essen oder was? Nein, Mann. Der isst schon das Fleisch. Das dauert nur ein bisschen. Mein erster Flugsaurier. Deine? Nee, ich weiß es nicht, aber das ist der erste, den ich vom Himmel geholt habe. Wieso? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man gehört. Ich glaube sogar, dass er dir gehört. Weil der erste Schuss kam von mir, der zweite von dir und da war er down. Ja, keine Ahnung, ist doch vollkommen Latte. Ja, klar ist es Latte. Trotzdem. Was ist denn das? Weibchen, Männchen? Männchen. Ja. Wenn du gleich was isst, ey, dann schiebe ich es ihm hinten rein. Vielleicht muss der ein gewisses Ding fallen, dass der was isst. Erstmal, ich tu mal Spoiled Meat rein. Jo. Check mal die Umgebung ein bisschen. Ey, das ist. Ja, übel. Jetzt, nee, doch nicht. Das ist bloß wieder die Pampe, was ich denn geben hab, scheiße. Der frisst nix, der Kamerad. Der mag aber keine Bären, das kann nicht sein. Weiß es nicht. Boah. Schon wieder runtergefallen, weißt du? Katzen. Wir können ja notfalls mal Bären reintun, wenn's was bringt. Kannst du machen, ne? Ich hab aber keine. Ich nicht. Kann schon welche pflücken hier. Ja, genau, pflück mal. Wäre sehr echt, wenn der jetzt Bären frisst. Vielleicht ist der Fische. Ja, das ist aber auch nur ganz normales Fleisch. Ja, da vorne ist wieder einer, gell, wenn du den auch gleich willst. Ich glaube einer, oder? Bei dem Pferd. Ich wäre vorher bereit. Er ist gerade weggeflogen. Ja, lass. Da ist einer bei dir. Uah! Was bist du gerade? Den können wir holen da. Ja. 3, 2, 1. Boah, voll verschossen, Stepp. Jo. Hast du die Bären? Ja. Gut, ich geb dem jetzt mal schnell ein paar Bären. Der frisst das Fleisch nicht. Pack beim. Oder warte, ich hol mir mal schnell ein paar Bären da unten. Das gibt's doch nicht. Ich pflück nur Fiber. Ja, jetzt schauen wir mal. Nee, er hat's Fleisch gefressen. Die fressen, ne? Nur es dauert ein bisschen, ne? Ja. Geht das Taming hoch jetzt? Ja, ganz langsam, aber das andere geht sauschnell runter. Das ist halt ein Flugsaurier, ne? Ja, trotzdem. Hat das damit zu tun?
Ja, weil der halt fliegen kann. Arschloch ist. Ah ja. Und darum geht das Bewusstlose schnell runter und das Essen langsam auf. Ja, wenn du fliegen kannst, bist du halt im Vorteil immer, ne? Ja, klar. Ja gut, aber es ist jetzt auch so, ich habe jetzt von diesem Topf, habe ich jetzt zwei aktiviert und der war ganz unten, jetzt ist er wieder ganz oben. Okay. Du brauchst verdammt viel von diesen Töpfen, ey. Ja, gib mir auch mal was, ich hab keine mehr. Ich mach alles bei dir da rein. Hol dir halt was raus, aber dann reicht's nicht, das sage ich dir gleich. Meinst du? Weiß ich. Ja, wollen wir es dann vielleicht bei einem erstmal belassen? Oder wir rennen zurück und holen die restlichen Töpfe. Soll ich das machen schon? Das müsste eigentlich reichen von der Dings her. Ja, schau, sag mir, wie viel deiner hat. Mehr bei Ankantes, das Essen ist halber weg. Okay, dann mach das wieder voll. Da reicht, glaube ich, ein Topf. Ja, ich bin schon weg. Hast du drauf gedrückt? Nein, ich habe ja keinen Topf drin, ich habe da alles bei dir rein. Ach so, ja, dann tu doch. Warte mal, ich kann dir doch dabei was leihen. Mach doch jetzt. Ja, ich bin schon weg, ich hol schon was jetzt. Ja, ich tu gerade bei dir was rein. Gib ihm dabei so die Narco-Berries. Ich bin schon daheim. Meiner hat erst einmal gefressen. Erst einmal. Oh, falsch. Da sind die Dinger. 23. Ja, bring die mal mit. Ich glaub fast, dass wir die brauchen. Ja. Da gibt's doch noch diese riesengroßen Flugsaurier. Ja. Bei denen muss es ja ewig dauern. Hey, da ist ein Pinguin. Hey, da ist ein Paddy. Primate. Das Primate habe ich schon mal bei meinem rein. Dann hat auch schon gegessen. Ich hätte es vielleicht am Anfang nicht force-feeden sollen. Oh, warte mal. Was hätte ich nicht? Nein, ich hätte den am Anfang nicht force-feeden sollen. Und wir Dürfen. haben ihn. Wie nennen wir den Kerl? Eine Ahnung. Jetzt hat er wieder das Press, sonst bin ich schon bei den Buchstaben M. Wow. Ja, egal. Wie nennen wir den Also, jetzt? die Hälfte habe ich jetzt. Keine Ahnung. Wenn ihn halt spätzners. Ne, ich nenne erstmal so. Ich nenne erstmal gar nicht. Lass mir da nur was einfallen. Okay. Gut, bei dir dauert es noch ein bisschen, ne? Ewig. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben ihn vor dem eingetrennt und es geht nichts weiter. Dann würde ich den schnell noch zurückbringen. Das lag ja am besten, ne? Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Ben sein Dings getamed hat. Sein Flugsaurier. Da sind wir wieder. Wir haben es endlich geschafft. Meiner ist jetzt auch gezähmt. Jo. Den bringen wir jetzt heim, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe. Das hat ein bisschen gedauert jetzt irgendwie. Ja, keine Ahnung, was der hatte. Ja gut, wir haben nur noch zwei Primate reingestopft und dann ging das. War trotzdem komisch. Ja, naja, gut. Weil wie schnell der ist. Ja, der fliegt halt, ne? Oh. Wir müssen vielleicht echt noch so ein Vogelhaus bauen für die oder so. Ja. Bringt das was? Die Ja, laufen eh, wo sie wollen. wie ich den anderen da gelandet habe, das ist LOL, unser Charlie. Hey Charlie, wie kommst du da hier raus? Lol.
Der ist so komisch, der Affe, ganz ehrlich. Ja, wie kommt der auf einmal, wie kommt der hier raus einfach? Ja, wie war der auf einmal im Meer geschwommen, weißt du? Ja. Und landet er das? Ja, tatsächlich. Ja, super Sache, ne? Jetzt haben wir so also zwei Viecher, jetzt müssen wir nur noch die Sattel bauen. Genau. Ich könnte sie ja schon erforschen, ja, weil du willst die bauen, ne? Du kannst gerne machen. Echt? Ja, mach halt. Ja gut, dann erforsche ich dir noch einen noch. Die Sattel, die kosten verdammt viele Punkte, dann nehme ich halt dafür mal was anderes. Ja, okay. Wäre jetzt nicht schlimm, wenn du das machst. Was ist das nochmal für ein Vieh? Peranodon. Peranodon, alles klar. Weißt du halt, was du brauchst für die Dinge? Oh, Jesus. Ganz vergessen haben wir nicht. Ah? 230 Hide, 125 Fiber und 75 Chitin. Okay, dann schnapp dir was zum Essen, schnapp dir deinen Raptor, dann holen wir halt.